Michaela Schiffer auf der Promi-Party, auf der Oscar-Party von Elton John. Wie kam es denn dazu? Ich kann selber noch nicht glauben, dass ich dabei bin. Ein guter Freund von mir, der Prinz Markus von Anhalt, kennt ja den Elton John sehr gut und wurde eingeladen, natürlich auch mit einer Begleitperson. Er hat mich gefragt, finde ich total toll. Wahrscheinlich haben ihn Pamela Anderson abgesagt und Dieter von Thies. Ich bin wahrscheinlich die Nummer, was weiß ich, Nummer 4, 5. Aber ich freue mich total, dabei zu sein. Ich war noch nie in Los Angeles und natürlich auch so viele Hollywood-Stars so hautnah zu erleben. Ist ein ganz großes Event. Erklär uns doch mal das Kleid, was du da anhast. Also das Kleid werde ich tragen auf der Verleihung, oder was heißt auf der Verleihung, auf dieser Veranstaltung. Es ist allerdings noch nicht fertig. Also es sind vielleicht jetzt 50%, da wurde noch ganz viel verändert. Es muss natürlich weitaus blickdichter gemacht werden, ganz klar. Also man wird keine Haut sehen. Es wird alles sehr hochgeschlossen werden. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und soll man sich einfach überraschen lassen. Wie kommt das denn, dass dir das diesmal wichtig ist, dass man nicht so viel Haut sieht? Ich bin mir bewusst, was es für eine Ehre ist, dort eingeladen zu sein und weiß auch, dass man sich da einfach anständig zu kleiden hat. Das ist eine Charity-Veranstaltung und ich möchte da auch meinen Beitrag zu leisten. Deswegen auch dieses Kleid mit abnehmbaren Sternen. Ich hoffe, dass dann ein paar Promis auf diese Sterne signieren und ich diese dann für den guten Zweck versteigern kann. Das ist natürlich dann eine Lücke, wo habe ich dann ein Problem. Aber, aber auf jeden Fall ist mir das bewusst und ich fühle mich dann nicht wohl, wenn ich zu viel Haut zeige. Also ich möchte auch gerne nächstes Jahr noch eingeladen werden und da will ich es mir ja nicht versauen mit dem Elton. Aber der Elton John ist ja auch ein ziemlich freakiger Typ, der, glaube ich, auch solche Ideen dann ganz cool findet. Der selbst ist ja auch immer so aufgefallen durch bunte Kostüme, der sich auch nie irgendwie, irgendwie in eine Schublade hat stecken lassen und das finde ich auch so toll an ihm.